Was bauen? Ja, das. So, nach vor, los. So. Hier verdient eine Beförderung. Hey, wo ist mein Ein-Mann soll meine Ein-Mann-Armee hin? Buffalo Soldier. Da von Amerika. Brought from somewhere. Buffalo Soldier. So, hier haben wir schon einen Hopliten. Hier auch schon. So, und was geht hier ab? Hier haben wir viele Hopliten. Dann können wir eigentlich diese ganzen Söldner da wegschicken. Die kosten nur viel Geld. Können wir die nicht? Ja, immerhin die. Sollte man nicht vergessen. Und wieder Runde beenden. Und Ägypten, was willst du? Nichts? Ist okay. Das ist okay. Nix? Ist gut. So, bekommt auch das. Den könnt ihr auch. Wollt ihr auch happy sein? Bitteschön. Oh mein Gott, kostet das viel. Boah. Rom gegen Griechenland. Wir gewinnen. Immer doch. Ach ja, ich freue mich jetzt schon auf Rom 2 Turbo. Dann können wir eigentlich jetzt, wenn Marcel auch mal wieder da ist. Ist er schon da? Egal. Dann können wir über ihn reden. Die Pläne über Rom 2 Kampagne. Im Koop. Ah, da kommt er. Da kommt er. Also begrüßen wir jetzt alle schön unseren guten Freund. Da ist er gleich. Gleich. Unser. So, alle Mann, begrüßt jetzt Onkel Markus alias Marcel Cordes. Schönen guten Tag, YouTube. Hat ein bisschen länger gedauert, ich musste nochmal auf dem Pott sein. Ja, wir haben ich habe gerade, also ich habe gerade mit dir über dich geredet. Über was denn? Über die Pläne Rom 2 Koop-Kampagne. Ah ja, da haben wir jetzt was vorbereitet, ne? Da, ja. Wird es nie. Da. Da. Ja, ich bin gerade lustig drauf, weil ich gerade irgendwie eine Schlacht über die das Doppelte hatten als wir irgendwie gewonnen haben. Ja, okay. Das war pures Glück. Nein, das war die tagelange Planung. Die haben uns ja jahrelang ja, was haben sie uns? Das Jahre. erinnert mich an eine Geschichte. Ein Kumpel so heute. Ey, Heute. ich fühle mich, ja, mein Kumpel, er ist ein halbes Jahr jünger als ich, ist 17 Jahre geworden. Also Mann, ich fühle mich so alt. Ich lese schon die Zeitung, ich gucke schon Nachrichten. Demnächst kommt noch so eine Pfeife und so ein alter Opa-Stuhl und dann sitze ich da. Die Jungen von heutzutage weiß schon gar nicht mehr, was sie machen kann. Da haben wir fast 2 Stunden drüber geredet. Einfach nur geil. Also, dann darfst du die Pläne oder deinen Plan für Rom 2 Koop-Kampagne bereden. Oder anfangen. Oder was du Welchen auch immer Plan willst. denn? Ach, mit der Weltaufteilung? Ja, Koop-Kampagne. Einfach Plan. Den wir haben. Ja. Wir haben immer einen Plan. Ja, also den Plan habe ich mir schon ausgedacht. Wie ich vorgehe, weiß ich noch nicht. Ist okay. Ich auch nicht. So weit denken wir nicht. So überfordert uns. Egal, Das weiter. machen wir erst, wenn wir das, wenn wir dann das spielen, dann denken wir einfach mal damit. Egal, weiter im Text. Ja, wir haben uns so gedacht, wir teilen einmal die Map komplett unter uns auf. Also so gesagt, wir spielen in der Kikom-Kampagne und statt dass wir alles aufnehmen, nehmen wir den Bereich dann auf, also wo Wo wir wir uns alle, bekämpfen. ja, hätte ich gesagt, oder? Hättest du auch gesagt. Ja. Ja. Ich glaube, das kommt viel witziger, wenn wir uns bekriegen am Ende. Also ich würde wahrscheinlich entweder, also sag erstmal mit dem, wem du kämpfen wirst, wahrscheinlich. Also ich werde höchstwahrscheinlich oben bei England irgendwo da siedeln. Also diese britannische Kolonie und nicht Kolonie, oder? Glaube schon.
Okay. Und ich werde entweder ich bin am überlegen Karthago oder Rom spielen. Nur ja, ist halt bei beiden blöd, weil beide in beiden sowas wie, also im Rom den Senat und in Karthago so etwas wie den Senat gibt. Und ja, man da Aufträge richtig bekommt und das halt sei, hoffentlich nicht, aber sein könnte, dass ich gegen dich marschieren müsste, aber hoffen wir es mal nicht. Ja, wir werden so oder so früher oder später uns bekriegen. Ja, aber Dings, dass wir nicht direkt gegeneinander marschieren müssen. Naja, ich glaube, die ersten paar Folgen wird damit sein, unsere Stadt selber aufzubauen, alles Mögliche dafür zu machen. Nee, ich glaube, wann werden wir ungefähr Aufnahme beginnen? Also direkt. Sobald die Reiche eingeteilt sind. Oder schon währenddem wir die Reiche einteilen, wer was bekommt, so. Der schreit, wer was bekommt, so, sozusagen. Ja. Okay, dann streiten wir darum, wer was bekommt. Ja. Da streiten wir drum. Wir losen es aus, wer das meiste Geld dafür bietet. Nein. Aber ihr wisst, was ich meine. Also du weißt, du. Ja, gerade Oh ich. mein Gott, haben die viele Equites. Also die Pferdekavallerie. Fuck, haben die viel. Die haben schon Hilfstrupp? Warum haben die. Ach so, das sind Hilfstrupp Generäle. So. Und Hunde haben's auch. Die haben doch Aha. alles. Egal, vorspulen, weil ich habe meine Pussycat-Taktik. Die Taktik. Pussycat-Taktik, bitteschön. Wenn du schon sagst. Das ist was? Wenn ich belagert werde, stelle ich mich in die Straßen. Mit der Phalanx voraus in die Straßen stellen. Okay. Und das einfach alles und damit alle Seiten sichern. Mit denen habe ich schon ganz, habe ich schon, mit Griechenland habe ich schon damit ganz, in die ganze Türkei schützen können. Vor den Ägyptern. Ja, da wurde ich belagert, da haben die Ägypter meine Stadt erobern wollen. Ja, haben es knapp 1000 Mal versucht, aber nie geschafft. Aber auch, glaube ich, nur Glück gewesen. Nee, die Ägypter haben teilweise eine scheiß Moral. Teilweise. Bitte, ich habe auch schwer gespielt. Ja. Naja, ich bin schon bei 72%. Also es geht relativ eigentlich. Ja, und bei mir rennen, und hier rennen gerade die ganzen Equites, also die ganze Kavallerie auf eine Phalanx. Das ist nicht gut für die Phalanx. Hey, nicht wegrennen, böse. Bleibt stehen und schießt auf die Feinde. Böse. Oh mein Gott, sind die alle irgendwie. Die haben auch nichts Besseres zu tun. Halt um seine Phalanx zu laufen. Nee, als geradeaus in eine ganze Fa also mit einer ein mit einmal der ganzen Einheit in eine Phalanx zu rennen. Das meine ich. Ja. So, ich renne noch mal ein bisschen zurück. Leute, ich möchte mich entschuldigen, falls man bei mir im Hintergrund die Züge hören sollte. I like train, zing, 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 zing. Ja, weil Benjamin hat das Problem mit meinem Headset auch mitbekommen, was ich hab, ne? Yeah, you like trains. Ja. Und jetzt mache ich wieder Computermikrofon und ja. Mein Damit Fenster ist noch offen. hört man mehr. Und Ja. do you like trains? Kennst du schon den kleinen Bruder von I Like Trains? Nein. I Like Flugzeuge. Wusch. Richtig geil. Gotta wusch. Das ist der kleine Bruder von I Like Trains. Jens. Stirb, Kartoffel. Heute Heute nicht. nicht. Und dann war gecuttet. Leider. Die haben mir ein bisschen zu viel. Also die haben. Ich mag das nicht, dass sie mit der ganzen, mit allen Einheiten vorwärts stürmen. Auf Macht dir das einmal. Angst? Ja, nicht direkt Angst, aber ich mag das nicht. Immer so einzelne Einheiten, ne? Die müssen einzeln vorrücken. Ja, die müssen sich auf die ganze, auf das ganze, auf die ganze Map verteilen, also auf die ganze Angriffsmap verteilen. Schau, da rennen schon die zwei ersten Equites. So, wieder ein bisschen zurückfallen und die nächste Phalanx vorschicken, bevor die bricht. Bevor diese Phalanx bricht, werdet ihr brechen.
Ey, ich bin schon bei 80%. Ja. Ich glaube, die Schlacht brauchst du nur noch machen. Kann man nicht ein bisschen länger aufnehmen? Ich bin gerade so im Aufnehmfieber. Ich würde auch mal wieder gerne aufnehmen, wenn Meti mal funktionieren würde. Oh. Das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich möchte. Ich hab so lange nicht mehr aufgenommen, also bitte lass mir das. Ich lasse dir den Triumph. Dankeschön. Das ist aber Nein, lieb. Fuck. die lassen dir doch nicht. Also, aber ich hoffe, dass es eine Idee mal ist für die Coop-Kampagne. Die Reichsteilung. Ja. Wo wir alle Was schon meinst du, wie mal. lange das wohl dauern wird, bis wir beide uns ausgelöscht haben? Ich hoffe nicht so lang. Sicher? Ja. Du weißt doch, wie posierhaft wir beide sonst vorgehen. Marcel, du weißt, wie, wenn ich aggro bin, wie ich vorgehe. Ich bin auf einmal dort und dann bin ich dort. Von Ja, einem auf den anderen Moment. mal stehst du vor mir, mal bist du hinter mir, mal bist du eine Frau, mal ein Mann. Was? Andersrum bist du wieder ein Polizist und dann ein Richter. Was bist du jetzt? Ich bin Gott. Ich kann alles gleichzeitig sein. Wenn du wüsstest, Felix, Marcel, wenn du wüsstest. Ja, wenn ich wüsste, dann wäre ich schon längst tot. Genau. Wenn du wüsstest. Na los, rate. Weil wegen Energy? Ah ja, ich habe ja noch meinen wegen was zuckerfreien und einen normalen. Du Ich hast weiß. ein zuckerfreies Energy. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, warum ich ihn gekauft habe. Schmeckt das wenigstens? Ja, schmeckt genau gleich wie der normale. Ich glaube, die haben es nur zuckerfrei draufgeschrieben. Damit sie Frauen kaufen. Ja. Auch wenn er genauso ausschaut wie der normale. Nur den zuckerfrei steht statt Energy Drink zuckerfrei. Und unten steht nochmal zuckerfrei. Und ach ja, keine Werbung. Keine Welches Werbung. Energy ist es denn? Keine Werbung für Tibet. Okay, Red Bull. nein, Nein, ich habe hier gerade so ein dickes Fetzel, so Rockstar neben mir stehen, ne? Ey, das schmeckt so geil. Wo ist es? Ich muss mich nicht mal bewegen, weil ich eh sehe, ob ich. Ah, fuck, da renn ja grad, da renn einfach mal, der General durch meine Miliz. Hätte ich doch schauen müssen. Haha. Egal, die gewinnt's nicht. Ihr gewinnt hier nicht. Ich sorg dafür. 91%. Ich hab. Weil sie waren so blöd, sie haben eine Stadt angegriffen, wo ich die meisten Einheiten gehabt habe. Es gibt genug Städte direkt an der Grenze mit wirklich wenig Einheiten. Ja, aber die sind immer so, die greifen die Städte an, die mit den meisten Einheiten haben. Ja. Oh, da rennen Künstliche die rum. KI halt. Ja. Ich hoffe ja, dass die KI ein bisschen schlauer wird in Rom 2. Ich hoff irgendwie so, dass sie schlauer wird und irgendwie, das nicht so sein muss. Wenn man auf schwer spielt, dass die Einheiten einfach viel stärker sind, die gegnerischen, sondern dass einfach schlauer werden, die Einheiten. Ja. Das wäre doch was. Sie werden nicht stärker, sondern die Feinde werden schlauer. Auf welchen Schwierigkeitsgrad fangen wir denn die Coop-Kampagne an? Ich hätte gesagt Mittel. Weil wenn wir eh nur aufnehmen gegen uns beide, gegenseitig, also, denk's. Dann ist ja wurscht, wie stark die KI ist. Wir müssen ja nur. Wir werden uns ja so helfen gegenseitig gegen die KI. Also gegen die KI. Ja, Also müssen wir ja auch. müssen nicht unbedingt, aber. Wir machen es einfach. Wir können ja auch alles aufnehmen, aber ich glaube, das wird ein bisschen sehr viel. Ja. Und dafür. Ich hoffe mal, wir schaffen das, bevor Rom 2 uninteressant wird. Ja, was? Meine Aufmerksamkeits. Dingster ist momentan sehr niedrig. Bei was haben wir nochmal geredet? Aufmerksamkeit. Ja. Ah ja, allgemeine Aufmerksamkeit ist gerade niedrig. Ja, merke ich gerade. Fahr langs, fahr langs, fahr langs, fahr langs, for the win! Vor Sparta, auch weil ihr Griechen seid. Sieg!